Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Da haben wir das Seil, das ist fetter. Ist noch irgendwas falsch dran? Den Hubbel hat es hier aber auch. Zoom da mal extrem hin, vielleicht fällt mir was auf. Da. Nein, das nicht. Da oben. So, und danach. Kann ich ja wechseln, danke. Ja, es ist ein bisschen broke. Und das ist hier hinten so ein bisschen broke, weiß nicht. Hat irgendwer wahrscheinlich runtergeworfen. Aus dem dritten Stock oder so. Passiert mal. Gut, dann machen wir mal die ganzen Sachen, die wir brauchen. Und schauen wir mal. So. Ach. Ich finde das Spiel schon extrem cute. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Was als nächstes kaputt geht hier. Was irgendwie aufbauen muss. Okay, der Wind hat so nach da hinten geweht. Das heißt, ich kann so ein bisschen hinter mein Haus mal rumlaufen und schauen, ob ich da was einsammeln kann. Ach da, das sind Blutsteine. Noch irgendwas von meinen Sachen? Okay, es hat schon mal nur mal in einem Blutstein weggeweht. Okay. Meine Marmorplatten sind am Machen, das ist auch am Machen. Ich will die gerade nicht so überfüllen. So, ich staubwedel gleich mal alles ab. Und dann kümmere ich mich um die Aufträge. Kannst du gleich mal hier. Wir brauchen. Wie viel sind das? Eine Kupferstange, oder? Eine brauchen wir nur. Ja, eine. Du musst eine Kupferstange machen. Ach, du machst die gar nicht, die macht die Beste. Okay, dann machst du noch eine Kupferstange. So. Alles schön hier abstauben. Ich werde heute auch mal schauen, dass ich mir ein bisschen Wasser kaufe. Dass ich mal wieder meine Vorräte auffülle und meine Pflanzen gieße, weil die sind jetzt echt lange nicht mehr gegossen worden. Du kannst ja eigentlich schon mal zwei von den Bahnen machen. Okay, ja, du kannst ruhig einstauben. Ich brauche dich eigentlich nicht so. Ich hab dich so für Notfälle. Ja. Dann räume ich das mal ganz kurz alles weg hier. Ja. Und dann. Ich mal kurz die drei Ventile und trage mal die schnell weg. Das ist das Ventil, das hier. So. Und die andere braucht eine Bratpfanne. Die macht aber ihre Bratpfanne auch sehr häufig kaputt. Ah, oh, da ist Coco und Sandy. Spart Wasser. Nervigstes Tier im ganzen Spiel. Spart Wasser, spart Wasser, spart Wasser. So. Dann schauen wir mal kurz nach oben. Ich sehe schon wieder, oh, mein Twitch ist schon wieder eingefrost. Sollte aber trotzdem noch laufen. Ja, jetzt hat es das erkannt. Das ist halt echt schrecklich, so Wasserwelt. Ich brauche. Es ist teuer. Und Dünger brauche ich aber auch ein bisschen. Bisschen. Büro für Wassersicherheit. Wetten, der wohnt da drin einfach. Wetten, das ist einfach so ein Penner, der einfach in dem Büro wohnt. Hallo, Bugess. Reden wir erstmal mit ihm. Den sind wir halt auch irgendwie befreundet. Das ist auch ein bisschen krass. Have a good day. Have a good day. Ja, der hortet hier alles. Alles hortet er da. Der wohnt einfach in seinem Büro. Das ist auch wunderschön. So. Hoffe ich, dass ich demnächst mal meine ganzen Bratpfannen machen kann. Und ja. Rennen wir mal. Und wir müssen zu Ki und dem wieder CDs geben. Das machen wir gleich mal. Und dann, keine Ahnung, gehen wir in die Mine und sammeln Kupfer, glaube ich.
Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und dann können wir wieder zur Zecke rausfahren und versuchen, den irgendwie zu belabern, dass er uns hier mal endlich seine Freundschaft gibt. Vor allem, dem fehlen wahrscheinlich nur so 5 Freundschaft oder so. Oder noch ein Punkt oder so. Moment. So, hier. Du kriegst immer wieder Freundschaft dazu. So, das da brauche ich nur ein Netz, würde ich sagen. Aber hier ist ein Vertriebler vielleicht. Oder hier, glaube ich, die Kochstation, ja. Hier. So Hab Spaß. Ganz viel Spaß, kleine Kim. Ach ja. Ja. Jan wohnt ja hier einfach. Also ich weiß auch nicht, warum Jan den schöneren Arbeitsort hat. Warum wurde mir jetzt eigentlich mitgeteilt, dass ich bitte Wasser sparen soll? Ohne diese Information könnte ich vielleicht nicht Wasser sparen. Ich finde, dieses Kamel ist defekt. So, Stahlstange. Okay, das braucht noch ein bisschen, aber dann kümmere ich mich jetzt mal um meinen Garten. Sammle hier mal alles schön ein, dass ich mir hier nichts aus Versehen verwehen könnte. Und dann kümmere ich mich mal kurz um meinen Garten. Brauchst so noch 205? Das sind doch ungefähr 10 Tage, oder? Sweet Potatoes. Hä? Also entweder bin ich doof oder das braucht halt echt alles irgendwie ewig. Ich gieße mal alles. Also wenn es Stunden sind, dann braucht es halt echt noch ewig. Es kann auch sein, ich muss es doch den innerhalb von 8 Tagen bringen, den Owen, aber der hat mir jetzt die Samen gegeben. Kann ich doch gar nicht früher dran sein. Weil, oder es sind Minuten, aber das macht ja echt keinen Sinn. So muss eben das gedüngt werden. Vielleicht, wenn ich da Dünger drauf packe, dass es dann schneller geht, aber das ist ja echt schon voll gedüngt alles. Ich habe keinen Plan. Hinten ist es sogar Level 2. Okay. Dann kriege ich mal die ganzen Samen und so weg. So, bestätigen. Das Wasser, das werden wir jetzt eh gleich in den Tank reinkippen, wie ich uns kenne. Oh, ich kann mir jetzt mal eine bessere Axt machen. Habe ich schon wieder keinen Platz? Gibt's doch nicht. Ich darf schon wieder eine neue Kiste bauen. Also einmal brauche ich eine neue Kiste, dass ich gleich mal mein Haus aufstelle. Und dann brauche ich gleich noch eine bessere Axt. Die Kappe. Kann ich einfach mal was von den Scheiß hier wollen? Eisenaxt hier. Okay. Baumstamm-Output plus 7%. Okay. Wir können einfach mal heute Bäume fällen, einfach wenn wir das jetzt haben. Ja, das andere habe ich gebaut. Genau, die Kiste habe ich gebaut. Dann kann ich hier jetzt schnell reinstellen. Dann kann ich meinen ganzen Müll da mal reinschmeißen. Ist ja auch ganz wichtig. So, interagieren. Weg, weg. Nein, den brauche ich morgen wieder. Das können wir weg. Und tatsächlich können wir einfach diese Axt hier wegtun. So, dann tue ich das nicht mal auf mein Inventar setzen. Diese wunderschöne Axt. Dann sollte das eigentlich laufen. Dann axten wir jetzt mal alles nieder. Weil ich denke, Kupfer haben wir gestern eigentlich recht viel gesammelt. Also wir können natürlich wieder Eisenschrott uns irgendwie holen, aber ich denke, mit Schrottverarbeitung, die dauert halt eh noch ein bisschen an. Dann können wir endlich mal andere Sachen verarbeiten lassen, außer halt das. Okay, gleich haben wir noch unseren Stock. Da warten wir noch kurz drauf. Und dann fällen wir einfach ein paar alte Bäume oder so. Also tote Bäume. Keine neuen Bäume, keine Kakteen. Nur alte, vertrocknete, kaputte Bäume.
Weil das ist, was ich möchte. Das ist vor allem, was Vulgäres möchte. So. Achso, ich muss ja die Pfanne da drüben machen. Noch eine Bratpfanne. Ich brauche nur eine. Perfekt. Eine Marmorplatte. So, jetzt habe ich eine Nähmaschine. Schauen wir mal, ob ich da vielleicht dieses Jackarmband machen kann, was die eine da immer will. Ich stelle es einfach mal in die Ecke da. Nähmaschinenstufe 1. Ein raues Tuch. Ein Sandtuch, eine Jackmehlpuppe. Ich glaube, das auch mal einfach mal voll. Ein Jackmehlhut kann ich schon mal machen. Krass. Was wollten die jetzt? Ein Sandlos. Was sind denn? Wüstenverteidiger-Sachen. Okay, Entdeckerzeug. Das könnten halt echt krasse Werte sein, aber das sehe ich halt jetzt nicht. Aber das ist jetzt nicht das Armband dabei, was sie wollen, oder? Jackmehlhut habe ich schon mal da, aber den will ja heute keiner. Das wollte nur mal die Elsie. Kaffee der Rettungsmannschaft. Nee. Okay. Dann habe ich echt keine Ahnung, wo ich das Armband herkriege. Vielleicht aus dieser Juwelenmaschine. Könnte ich mir dann durchaus vorstellen. Ah, jetzt wird erstmal das Kochset dann hergestellt. So, hochwertiges Holzstück. Da hatten wir auch immer zu kämpfen, das zu haben. Ach ja. Feiner Holzschrott. Verschönern wir einfach mal heute ein bisschen die Umwelt. Kupferreste. Dann hier nochmal so ein schöner Baum. Schöner Felsen. Und wir kriegen so viele Sachen als Bonus. Hinten machen wir auch den Roboter hier down. Bauen wir einfach mal drauf. So. Einfach Schaltkreise sogar. Was ist das? Kupferreste? Machen wir auch mal. Ja, da geht's in das Assi-Ding rein, wo ich nicht rein will. Holzreste. Nehme ich auch einfach mal mit. Sind heute der Jackmehl ist nicht ein bisschen aggressiver als sonst? War da nicht was? Ich glaube nicht. Sind doch ganz brave Tierchen. Die Schlafkammer mache ich hier jetzt noch kaputt. Ich überlege, ob ich da reingehen soll, aber das ist halt der Trotter, der mich dann halt voll ankotzen wird. Mechanischer Schrott, Eisenschrott, Kupferschrott. Ah, der ist der süße kleine Trotter, der überlegt wahrscheinlich gerade, wie er rauskommt, ob ich attackieren soll. Ist noch Gummireste. Die nehme ich auch noch mit, weil Gummi haben wir eigentlich auch immer so ein bisschen Probleme. Gut, da ist nochmal so eine Schlafkammer. Die nehmen wir doch auch mit. So. Also ich meine, wir brauchen das ganze Zeug zwar nicht, aber wenn wir es halt haben, ist halt besser es brauchen. So. Schauen wir mal, ob was uns Neues auf dem Schrottplatz gibt. Vielleicht gibt es da inzwischen schon Plastik oder sowas, weiß ich. Alter, der sortiert hier wirklich einfach den ganzen Schrott. Habe ich eine gute Arbeit geleistet. Ne? Ich hoffe, ich komme für immer umsonst hier rein. So, ich hau das einfach mal zusammen. Aber weil es so schön viel Eisenschrott gibt und auch teilweise Bahnen und so und... Irgendwann brauche ich es mal. Wenn ich zwar nicht heute, aber irgendwann kommt mal der Tag, wo ich denke, boah, hätte ich jetzt halt nur mehr Eisenschrott da. Aber ich muss jetzt halt irgendwas anderes erledigen. Oh, nicht schon wieder. Das mit dem Wind ist echt eine Plage. So. Okay, der Wind weht noch da. Das heißt, ich komme jetzt genau in die Richtung, wo der irgendwas von mir liegen sollte. Sandwurm. Mein Glas wurde weggeweht. Ich würde gerne bei dem Wetter gar nicht hier irgendwas draußen haben.
wenn es hier immer grundsätzlich weggeweht wird. So, was haben wir da? Noch eine Bratpfanne. Okay, dann bringen wir die mal Mabel. Ich habe einen Businesspunkt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Werkstatt. Weniger Treibstoff und Zeitmanagement. Das wäre halt auch alles so interessant. Ah gut, kümmern wir uns jetzt langsam mal mehr um die Wasserversorgung. Okay, und dann machen wir an dieser Stelle mal ganz kurz einen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. My Target Central. Bis dahin. Tschüss.